mit so allgemeinen Einstellungen für den Erfolg bei Frauen. Also einfach Sachen, die so gegeben sein müssen, damit es langfristig gut läuft, damit man die Traumfrau findet, damit man regelmäßig Sex hat. Und da habe ich erstmal so ein bisschen das Ziel meiner, ich nenne es mal jetzt Methode mitgebracht. Also das Ziel des Ganzen ist, hat jemand von euch Lean Startup gelesen zufällig? Kennt das jemand? Ja, eine Person. Also das Prinzip ist einfach, wie man mit wenig Ressourcen ein Unternehmen aufbauen kann. So mit möglichst wenig das meiste erreichen. Und das ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen dieses so Lean Game, sage ich mal, nenne ich das Ganze. Und Ziel ist einfach, dass man möglichst schnell viele Frauen kennenlernen kann, die ein hohes Interesse an einem haben und dann mit denen Sex haben kann, mit denen regelmäßig Sex haben kann oder auch in eine Beziehung kommen kann, je nachdem, was man denn halt möchte. Und da gibt es halt so ein paar Grundeinstellungen, die ganz wichtig sind, um dahin zu kommen. Und die erste Sache, die ich auch immer wieder bei Coaching-Teilnehmern sehe, ist, dass viele Männer den Frauen, die kein Interesse haben, zu sehr hinterherjagen und zu viel versuchen, noch was zu reißen. Und was man erstmal wissen muss, und das ist so ein ganz elementarer Punkt, wenn man den nicht versteht, dann macht man ganz viel falsch. Bis zu einem gewissen Grad kannst du die Anziehung nicht beeinflussen. Du kommst auf die Frau zu und wenn irgendwas nicht passt, wenn das Grundinteresse nicht hoch genug ist, um ein ordentliches Gespräch mit dir zu führen, also wenn solche Dinge passieren wie Interviewmodus oder sie gibt dir so ein Wort Antworten, also ihr kennt das ja wahrscheinlich, du fragst irgendwas und sie ist so, ja, ich komme aus Köln. Und wie war es in Köln? Schön. Und du bist so, gib mal mehr so. Ja, wenn solche Sachen kommen, dann liegt das nicht daran, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du irgendein falsches Wort gesagt hast, sondern da ist einfach nicht genug Grundinteresse dran. Das heißt, also an dir, von ihr aus gesehen. Das heißt nicht, dass du nicht dadurch, dass du dich als Persönlichkeit weiterentwickelst, dass es später anders sein könnte, aber in dem Moment ist nicht genug Grundinteresse vorhanden und dann kannst du auch weitergehen. Also es ist ganz krass, wie viele Männer dann noch den Frauen noch 10-mal hinterherlaufen, sie noch 10-mal umdrehen und es wird immer nur seltsamer. Ich bin kein Gegner davon, die Frau noch einmal anzuhalten, wenn sie gerade nicht mitbekommen hat, was überhaupt los war. Aber wenn du merkst, da kommt nicht viel von der Frau und wenn du das sehr früh merkst, dann geh halt weiter. Und ihr habt eine relativ große Stadt hier, 500.000 Leute, da kommen auch einige Frauen euch wahrscheinlich entgegen. Geh weiter, sprich die nächste an, die ist halt um die nächste Ecke, weil das ist ganz, ganz krasse Zeitverschwendung. Und ich glaube, das ist so in diesen Kreisen euch gar nicht so bekannt, aber viele Männer, die jetzt ganz krasse Anfänger sind, die verschwenden ihre Zeit halt noch stärker mit Frauen, die kein Interesse haben, helfen denen beim Umzug oder solche Sachen, um halt irgendwie über die Freundesschiene Sex mit denen zu haben. Das ist halt noch extremer. Das ist das extremere Ausmaß. Aber es gibt einfach viele Punkte, wo du merkst, da ist kein Grundinteresse vorhanden. Ja, wenn du ein Date ausmachen willst und sie ist so, ja, mal gucken, da kann ich nicht und zum Beispiel keinen Gegenvorschlag macht, dann sind das solche Sachen, das gucke ich mir vielleicht einmal an und dann lerne ich die nächste kennen. Eine Frau, die Interesse an dir hat, macht dir einen Gegenvorschlag. Das ist Common Sense, das ist logisch. Also ihr könnt ruhig logisch denken, denn das ist tatsächlich auch so. Wenn sie Interesse an dir hat, dann wird sie einen Gegenvorschlag machen oder wird irgendwie es dir einfach machen, mit ihr in Kontakt zu kommen. Das ist das Gleiche, wie wenn du die Nummer tauschst mit ihr und du merkst, sie will nicht wirklich. Dann ist es nicht deine Aufgabe, noch ganz, ganz krass zu pushen und noch die Technik zu machen. Dann ist es deine Aufgabe, meiner Meinung nach, zu sagen, okay, dann halt nicht, kannst es gerne mal probieren und dann gehst du halt weiter zur nächsten. Denn würde sie dich treffen wollen, hätte sie ein gewisses Grundinteresse, würde sie es dir einfach machen, die Nummer zu bekommen. Und am Ende des Tages, da bin ich mir sicher, wollt ihr alle mit Frauen Sex haben, mit Frauen regelmäßig euch sehen, mit Frauen tolle Dinge erleben, die Interesse an euch haben. Denn das macht auch viel mehr Spaß. Es macht gar keinen Spaß, wenn man auf dem Date sitzt und man muss alles aus der Frau rausziehen und es kommt einfach nichts zurück und es ist irgendwie keine richtige Anziehung da. Das macht dann einfach keinen Spaß. Und gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, wenn man beruflich eingespannt ist, wenn man ein interessantes und volles Leben hat, dann hat man auch keinen Bock, sich mit Frauen auseinanderzusetzen, die einfach nicht genug Interesse hatten. Wir hatten das vorhin im Auto ja schon bequatscht, hast du ja auch gesagt, so, wo du meintest, ja, wenn da zu wenig kommt, dann soll die sich verpissen. So ungefähr, dass man wirklich guckt, wie hoch ist das Interesse an mir. Was man auch machen kann, gleich am Anfang, ist, dass man zum Beispiel sagt, hi, wie ist dein Name? Dann sagt sie dir deinen Namen. Und dann, du sagst aber deinen eigenen Namen nicht und guckst halt, ob sie auf dich zukommt und deinen Namen nachfragt. Das ist schon so ein erstes Ding, wo du gucken kannst, wie hoch ist das Interesse an einem Gespräch.
Da musst du halt immer einschätzen, wie viel Zeit habe ich dafür. Wenn du jetzt 5 Stunden unterwegs bist und sagst, ich habe jetzt 5 Stunden und da spreche ich Frauen an, gut, kannst du dir auch länger Zeit lassen. Aber wenn du es wirklich irgendwann in den Alltag integrieren willst, so in dein normales Leben integrieren willst, willst du dich nicht mit Frauen aufhalten, die kein Interesse haben. Das ist ein ganz, ganz großes Ding. Und auch so ein Ding, wo viele Männer sich dann immer sagen, oh mein Gott, ich habe noch nicht genug Game, ich habe noch nicht genug Fähigkeiten, mit der Frau irgendwas hinzubekommen, deswegen klappt es nicht. Ist halt vollkommener Quatsch. Es gibt einfach viele Frauen, wo das Grundinteresse nicht da ist. Und dann geht es einfach darum, weiterzugehen. Also es ist so ein bisschen so ein Numbers-Game, auch auf eine gewisse Art und Weise. Man kann sich verbessern, indem man sich persönlich verbessert. Aber zu einem gewissen Punkt ist es auch, wie viele Frauen lernst du kennen. Das ist wie im Verkauf. Ist wer von euch im Verkauf? Oder Verkaufserfahrung? Genau, ist auch wie im Verkauf, du musst halt eine gewisse, sehr viele Leute verkaufen, eine gewisse Anzahl an Leuten auch anrufen, bis du jemanden bekommst. Da können deine Verkaufstechniken noch so großartig sein. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht, dann musst du halt mehr Leute anrufen. Ganz davon abgesehen, dass du natürlich in deinen Fähigkeiten arbeiten kannst, aber das ist ganz, ganz wichtig, ein ganz elementarer Punkt. Ja, dich mit keinen Frauen aufhalten, die einfach kein Interesse haben. Und das nimmt auch ganz viel Druck. Das nimmt ganz viel Druck von den Männern, habe ich gesehen, gerade in den Coachings. Dass sie nicht mehr denken, oh, ich bin nicht gut genug, ich kann das einfach nicht, es klappt schon wieder nicht, sondern es ist einfach teilweise nicht genug Grundinteresse da. Und das kann in so vielen Sachen liegen. Du siehst aus wie ihr Ex-Freund. Es gibt so viele Gründe, die dafür sorgen, dass das Grundinteresse nicht groß genug ist. Und genau, sich damit einfach nicht aufhalten, ist eine große Sache.